Patti, Glückwunsch. Hochverdienter 4:2 Erfolg heute. Wahnsinnsspiel, muss man sagen. Lass uns mal chronologisch die Sachen durchgehen. Erste Aktion, Elfmeter gegen den VfL. Du warst direkt beteiligt. Was würdest du sagen vom Gefühl her? Ja, also ganz ehrlich, wenn das Elfmeter gepfiffen wird, haben wir viel im Spiel. Also natürlich ist ein Kontakt da, aber ich denke, wir gehen beide einfach zum Ball. Er kommt dann den Ball, fällt dann nach oben, schießt sich der Fall faul, war sowieso sehr, sehr kleinlich in seiner Regelauslegung heute, hat viel, viel gegen uns gepfiffen, fand ich. Von daher mussten wir teilweise auch gegen den Schiedsrichter spielen, meiner Meinung nach. Aber das macht uns nichts. Wir haben gesagt, wir geben alles hier für uns, für den VfL, und es ist uns am Ende gelungen. Direkt nach dem Wiederanpfiff dann der Anschlusstreffer von Mirkan. Was war drin im Pausentee? Was habt ihr euch vorgenommen in der Kabine? Ja, einfach so komplett jetzt Gas zu geben, wie wir uns das auch vor dem Spiel schon vorgenommen hatten. Ich denke, wir haben auch die erste Halbzeit unter Kontrolle, kriegen dann zwei komplett dumme Gegentore, ein Elfmeter, wie gesagt, und eine Ecke. Und ja, dann liegst du wieder 2-0 hinten und kannst der Musik wieder hinterherlaufen. Aber wir haben in der Kabine jetzt nicht die Köpfe in den Sand gesteckt, sondern gesagt, ey Männer, wenn wir so weiterspielen, wenn wir jetzt einfach Knallgas weitergeben, nach vorne spielen, ein schnelles Tor machen, dann ist ja alles drin. Und ja, ich habe das Gefühl, in Bochum können wir nicht leicht. Also wir brauchen vielleicht den Kick. Nur beim nächsten Mal könnten wir vielleicht in der ersten Halbzeit schon 4 machen und da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ich denke, wir haben heute ein super Spiel gesehen, gerade für die Zuschauer. Und ja, man hat aber in der Halbzeit hatten wir schon das Gefühl, ja, obwohl wir 2-0 hinten waren, war noch eine positive Stimmung in der Kabine. Und ja, wir sind auch früh rausgegangen und wussten, dass wir das Spiel noch drehen können. Und ja, umso glücklicher waren wir, dass es dann auch so geklappt hat. Ich finde, wir müssen auch, jetzt hat man natürlich ein bisschen Euphorie hier und findet alles toll. Und man hat natürlich auch ein Riesenspiel geliefert, auch für den Fans, vor allem auch richtig wichtig. Aber was wir auch von hier mitnehmen müssen, ist, dass wir wieder so einfache Fehler machen und was weggibt. Und ja, manchmal dann kann man das Spiel drehen und dann kann man es machen, so wie heute. Aber das ist nicht ein Alltagsspiel. Das ist nicht so was man macht jeden Tag. Deswegen müssen wir auf dem Trainingsplatz ganz hart arbeiten, dass wir immer noch disziplinierter werden. Auf jeden Fall mit den Fehlern. Aber jetzt haben wir natürlich alle Euphorie und ich bin auch stolz auf die Jungs, dass wir das geschafft haben. Vor allem, weil natürlich haben wir das schnelle Tor gemacht, aber das zeigt einfach Charakter, dass man danach immer dran bleibt und dass wir auch nach 2-2, dass wir nicht normalerweise diese dumme Phase reinlaufen, wo man dann so 10 Minuten einfach ein bisschen ein Problem bekommt. Das haben wir nicht gemacht heute. Wir haben einfach direkt darauf gepresst und immer dran geblieben. Und deswegen gewinnen wir 4-2. Sowas kann natürlich auch was freisetzen. Ne? Ihr liegt 0-2 hinten, am Ende gewinnt ihr 4-2. Die Mannschaft lebt. Ja, gar keine Frage. Ich habe die letzten Wochen schon gesagt, dass der Charakter und die Moral absolut da ist. Und die konnte man der Mannschaft nie absprechen. Und heute haben wir uns halt mal dafür auch belohnt, indem wir ja, das, was wir die letzten Wochen halt vielleicht ein bisschen zu kurz haben kommen lassen, nämlich in die Gefahrenzone zu kommen, auf das Tor auch dann ja, zwingend zu gehen. Das haben wir heute noch mehr umgesetzt oder viel mehr umgesetzt und dann fallen die Dinge auch. Da wird mal einer abgefälscht, dann rutscht mal einer durch, da geht einer mal vom Pfosten rein und da müssen wir einfach ansetzen und ich hoffe, dass jetzt der Knoten da geplatzt ist. Du hast praktisch den Torreigen eröffnet mit deinem Treffer direkt nach dem Wiederanpfiff, das erste Schirmertor. Wurde langsam mal Zeit, oder? Ja klar, es wurde Zeit, das war hier. Es ging uns auch ein bisschen auf die Nerven, dann das immer zu hören, hier Stürmer da. Und deswegen war es wichtig für uns oder für mich auch, dann mal ein Zeichen zu setzen, auch ein Tor zu machen. Und ja, ich hätte sogar das eine oder andere sogar mehr machen können. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben, die 3 Punkte eingefahren haben. Und ja, jetzt beruhigend dann in den nächsten 2 Wochen, weil wegen der Länderspielpause haben wir dann noch ein bisschen Ruhe. Ist schon gut so. Oder? Noch ein Wort zu den Fans. Am Ende war es dann doch eine Riesenparty. Ja, sensationell. Also wir haben ja immer gesagt, dass hier nur Mannschaft und Fans oder das Umfeld zusammen was bewegen können und ich denke, wir haben mit dem 1-2 unmittelbar dann in der zweiten Halbzeit oder mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit das Startsignal gegeben und dann war es einfach eine geile Aufholjagd. Naja, das ist so, aber auf jeden Fall dann haben wir eine gute Leistung gebracht, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit und die sind daran geblieben, die Fans auch, und haben uns riesen angefeuert und das ist immer so, dass manchmal dann hat man natürlich das Glück als Mannschaft, dass man irgendwas rausholen kann von den Fans, aber das muss normalerweise umgekehrt sein, das muss von drinnen auf den Platz kommen und dann müssen wir zeigen, dass die uns noch weiterhelfen können, aber das fängt an am Platz. Und das haben wir heute gemacht, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit von Anfang an. Und ja, deswegen, dann ist das so. So mache ich es auch selber, als ich ein Spiel gucke. Dann will ich auch irgendwas am Platz sehen und haben die gesehen am Anfang von der zweiten Halbzeit.